Ihr seht richtig, wir haben einen Mac Pro im Studio und warum wir einen Mac Pro haben und vieles mehr, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt auf jeden Fall dran. Los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir mal ganz vorne an. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich mir ein Pro Display XDR gekauft habe und ich liebe es, daran zu arbeiten. Die Farben sehen einfach nur wunderschön aus, das Design ist schön und ja, es macht einfach Spaß, daran zu arbeiten. Und das Einzige, was nicht ganz so viel Spaß macht, das ist eben der Computer. Denn bisher haben wir ein MacBook Pro benutzt und auch große Projekte haben wir daran geschnitten. Und man muss einfach ganz ehrlich sagen, es geht zwar, aber es ist nicht optimal. Und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, dass wir mehr Leistung brauchen. Und genau aus diesem Grund haben wir einen Entschluss gefasst. Wir brauchen mehr Leistung und dementsprechend haben wir jetzt einen Mac Pro. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen mit einer richtig geilen Ausstattung, womit wir unsere Videos noch schneller schneiden können und wo einfach der Schnitt auch uns mehr Spaß macht, einfach weil wir hier wirklich genug Leistung drin haben. Der Hintergrund davon ist, dass nicht nur unsere Videoprojekte aufwendiger werden, also gerade sowas wie die Nordkap-Doku, die Felix auf seinem MacBook geschnitten hat. Nein, auch die Kameras werden immer krasser und dementsprechend brauchen wir einfach mehr Leistung. Aber ich möchte euch das Ganze hier mal im Detail zeigen. Und dafür nehmen wir erstmal hier den Deckel von diesem Mac Pro ab. Und alleine das ist ein so geiles Gefühl, wenn man beim Mac Pro die Hülle abnimmt und dann hier den Blick auf die Hardware hat. Und ich habe noch nie einen Computer gesehen, der so aufgeräumt aussieht, weil das Krasse ist, man hat hier einfach keine Kabel, sondern alles ist wirklich nur mit Steckern verbunden. Und dementsprechend sieht das Ganze nicht nur ziemlich clean aus, sondern das hat eben auch einfach den Vorteil, dass zum Beispiel die Lüftung deutlich besser aufgebaut sein kann. Und das ist auch ein Grund, der mega geil an diesem Computer ist und der einem jedes Mal auffällt, wenn man ihn benutzt, man hört nichts. Dieser Computer, der ist so leise und das, obwohl wir hier zwei fette Grafikkarten drin haben, aber dazu gleich mehr. Fangen wir mal mit dem Prozessor an, denn auch der ist wirklich ordentlich. Und zwar haben wir hier den Intel Xeon 16 Kernprozessor verbaut, der definitiv ausreichend Leistung für alles, was wir mit diesem Computer anstellen wollen. Und auch darüber hinaus, also theoretisch könnten wir in Zukunft auch noch bisschen mehr davon ausreizen. Auf der Rückseite haben wir 192 GB RAM verbaut. Das ist für unsere Anwendungsfälle, also mit Photoshop, Premiere Pro, Final Cut und so, definitiv ausreichend. Theoretisch könnte man sogar 1,5 Terabyte hier einbauen, was einfach nur krank ist. Aber da wir das nicht brauchen, haben wir darauf verzichtet und uns lieber zwei ordentliche Grafikkarten gegönnt. Und zwar wurde hier gleich zweimal die AMD Radeon Pro Vega 2 verbaut. Jede Grafikkarte hat davon 32 GB VRAM. Wir haben diese Grafikkarte zweimal hier verbaut. Das heißt, insgesamt haben wir 64 GB VRAM. Und das reicht für alles, was wir machen. Also definitiv, ich glaube, bis wir da an die Grenze kommen, das dauert. Und als wäre das noch nicht genug, oberhalb der Grafikkarten befindet sich noch der Apple Afterburner. Und das ist eine Recheneinheit von Apple, die extra darauf programmiert wurde, ProRes und ProRes RAW zu verarbeiten bzw. abzuspielen. Und weil wir eben in diesem Format aufnehmen, hilft uns diese Recheneinheit eben noch mehr beim Videoschnitt und entlastet nochmal den Prozessor und auch die Grafikkarte, was auf jeden Fall eine super Sache ist. Und dementsprechend ist dieses Setup hier für uns so optimal, so dass wir einfach schneiden können, ohne dass wir an irgendeine Leistungsgrenze kommen. Und eins kann ich euch sagen, das macht definitiv Spaß. Übrigens auch SSD-Speicher haben wir genug. Hier sind 4 Terabyte verbaut. Die reichen erstmal für all unsere Projekte aus. Außerdem planen wir ja noch hier im Studio einen Server mit 192 Terabyte Speicher aufzubauen. Und der wird dann natürlich auch direkt an den Mac Pro angeschlossen, sodass wir da dann eben auch auf alle weiteren Daten zugreifen können. Aber das ist jetzt erstmal das Setup.
Dieser Computer ist richtig krass. Der kostet, wenn man ihn konfiguriert, knapp 23.000 Euro, was einfach nur heftig ist. Aber er bietet uns eben auch die Möglichkeit, dass wir unsere Videos schneiden können, ohne dass wir eben durch den Computer limitiert werden. Und dieser Computer, der muss nicht wirklich rendern. Man kann schneiden und schneiden und schneiden. Und ob er rendert oder nicht, das kann einem total egal sein, denn Leistung hat er genug, der muss gar nicht rendern. Eine Sache wäre da aber noch, und zwar wusste Felix nichts davon, dass dieser Mac Pro hier ins Studio kommt. Wir haben ihn komplett überrascht und es ist uns gelungen. Also wir haben eine richtig geile Reaktion gefilmt, die werdet ihr gleich auch sehen. Und auf dem Kanal von Jonah gibt es ein Video, wo wir euch auch zeigen, wie wir das Ganze geplant haben mit der Überraschung für Felix. Aber er hat auf jeden Fall nichts geahnt und die Reaktion, die war einfach nur perfekt. Besser hätte es gar nicht laufen können. Und ich würde sagen, ich erzähle jetzt gar nicht weiter drumherum, sondern ihr seht jetzt die Reaktion und im Anschluss daran werde ich euch nochmal erzählen, wie wir das Ganze jetzt hier mit Mac Pro im Studio eigentlich geplant haben und für welche Projekte der bei uns genutzt wird. Also gönnt euch die Reaktion. Ja, eine Sache muss ja noch ankommen. Eine Sache. Da würde mich echt mal deine Meinung interessieren. Warte mal kurz. Okay. Ich war gestern in diesem Zimmer drin, aber vielleicht ist es mir einfach egal. Gestern noch. Von wem ist der? Hast du dir den gekauft jetzt oder was? Also der wurde nur für uns angefertigt. Ja. Der ist unser, wir schneiden die nächste Doku da drauf. Vor allem selber drauf mit dem mit dir auszuprobieren. Das Ding ist doch nicht. Es ist doch eine 20K-Konfiguration. Ist ja eigentlich klar, dass es gerade zum ersten Mal ist, dass ich überhaupt einen Mac Pro in echt sehe? Bitte was? Ja, ich war nicht einmal im Apple Store, seitdem der announced wurde. Alter! Junge! Deswegen da und da. Okay, lass mich mal die Frage anders formulieren. Wer wird denn jetzt als Daily? Also, ihr könnt sehen, der Mac Pro steht hinter mir im Hintergrund. Vor mir ist das Pro-Display und das bedeutet, dass der Mac Pro erstmal zumindest fest in meinem Setup integriert wird. Und zwar nicht, weil es mein Mac Pro ist, sondern einfach, weil wir hier im Studio sowieso die großen Projekte in der Regel am Pro-Display bearbeiten. Einfach, weil man hier die Farben deutlich besser sehen kann und weil man eine gute Auflösung hat und so. Also es gibt einfach viele Dinge, die dafür sprechen. Und dann macht es einfach nur Sinn, dass auch der Mac Pro dementsprechend dauerhaft an diesem Display angeschlossen ist. Und der andere Punkt ist, dass man den Mac Pro natürlich nicht einfach mal unterwegs mitnehmen kann. Man kann nicht wirklich zu Hause schneiden. Also klar, es geht, aber man schleppt den Computer halt nicht mit und dementsprechend ist es eben ein stationärer Computer. Und für mich persönlich ist das eigentlich keine Einschränkung, weil mein Workflow so orientiert ist, dass ich einfach immer im Studio schneide. Aber gerade Felix und auch Jonah, die schneiden sehr gerne unterwegs auf ihrem Laptop. Und das heißt, die würden auch viele Projekte sowieso am Laptop schneiden. Und bevor der Computer sinnlos in der Ecke steht und nur für große Projekte benutzt wird, habe ich mich halt dazu erbarmt, sage ich mal, dass er bei mir genutzt wird und ich darauf sozusagen dauerhaft meine Videos schneide. Was natürlich nicht bedeutet, dass die anderen beiden hier nicht auch mal dran dürfen, denn auch ich sitze natürlich nicht den ganzen Tag hier am Computer, sondern bin auch unterwegs, muss auch was filmen und so. Und in der Zeit kann natürlich trotzdem jeder an diesen Computer. Also, ja, das ist der Mac Pro, den wir jetzt hier im Studio haben. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare eure Gedanken dazu und vor allem auch, was euch dazu noch weiter interessiert. Wir wollen euch auf jeden Fall sehr gerne zeigen, wie wir diesen Mac Pro hier bei uns für die Produktion der Videos verwenden. Abonniert auf jeden Fall auch den Kanal, damit ihr keine weiteren spannenden Videos mehr verpasst und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!